Maschas Märchen. Hör zu, ich muss jetzt gehen. Meine lieben Freunde, zum Mittagessen bin ich zurück. Benehmt euch gut, solange ich weg bin. Seid nett zueinander und öffnet keinem Fremden die Tür. Dann kann euch auch nichts Schreckliches passieren. Und ihr werdet auch in keine schlimme Lage geraten, wie die sieben Geißlein aus dem Märchen. Ich erzähle euch ihre Geschichte. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Es war einmal ein böser Wolf, der lebte ganz nah bei den sieben Geißlein. Die Geißlein hörten auf ihre Mutter und der Wolf, der hörte auf niemanden. Und deshalb wuchs er zu einem wütenden, ungehobelten Grobian heran. Nun, eines Tages ging die Mutter der Geißlein in einen Laden, um Milch zu kaufen. Ach nein, keine Milch. Wie auch immer, sie ging in einen Laden, um etwas zu kaufen. Vielleicht ist es Kohl gewesen. Bevor sie zu dem Laden ging, sagte die Geißenmutter zu ihren sieben Geißlein Folgendes. Bleibt drin und seid leise und öffnet niemandem die Tür. Selbst wenn er behauptet, er wäre ein Polizist. Oder vielleicht ein Handwerker. Ihr dürft die Tür nur öffnen, wenn ihr dieses Lied hört. Hört ihr, Geißlein, ihr süßen kleinen Geißlein, macht mir die Tür auf und das ganz schnell. Nein, halt! So geht es richtig. Hört ihr, Geißlein, ihr kleinen süßen Geißlein, öffnet mir die Tür. Die Mutter ist zurück mit Milch im Gepäck. Aber sie hat ja Kohl eingekauft. Also muss es in dem Lied auch um Kohl gehen. Und das geht dann so. Hört ihr, Geißlein, ihr süßen kleinen Geißlein, öffnet mir die Tür. Die Mutter ist zurück mit Kohl im Gepäck. Aber der böse Wolf hat gelauscht und das Lied gehört. Der große böse Wolf war ein richtiger Schurke. Es ist wirklich überhaupt nicht nett zu lauschen. Und sobald die Geißenmutter gegangen war, kam der große böse Wolf herbeigelaufen und trommelte an die Tür. Und er sang... Hört ihr, Geißlein, ihr süßen kleinen Geißlein, öffnet mir die Tür. Die Mutter ist zurück mit Kohl im Gepäck. Als wäre er die Mutter, aber seine Stimme dröhnte wie ein Motor. Also sagten die sieben jungen Geißlein zum großen bösen Wolf, geh weg, du bist nicht unsere Mutter. Unsere Mutter ist fortgegangen, um uns Kohl zu kaufen. Und sie haben die Tür nicht aufgemacht, aber der große böse Wolf wollte die sieben jungen Geißlein unbedingt verschlingen. Und dann ist ihm etwas eingefallen. Er ging zum Schmied und bat ihn darum, seine Stimme ganz hoch zu machen, genauso hoch wie die der Geißenmutter. Da nahm der Schmied einen riesigen Vorschlaghammer und mit diesem Hammer machte er dem großen bösen Wolf eine Stimme, die sehr hoch und quengelig klang. Und schwupps, konnte der große böse Wolf genauso gut meckern wie eine Geiß. Und so lief er wieder zum Haus der sieben jungen Geißlein und begann zu singen. Hört ihr, Geißlein, ihr süßen kleinen Geißlein, öffnet mir die Tür. Die Mutter ist zurück mit Milch im Gepäck. Nein, mit Kohl im Gepäck. Die sieben törichten Geißlein waren überglücklich und riefen, Mami, Mami ist wieder zu Hause. Und sie öffneten die Tür. Nur das siebte Geißlein, das kleinste von allen, hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte und versteckte sich im Ofen. Da stürmte der große böse Wolf ins Haus und verschlang alle sechs Geißlein, eins nach dem anderen, und er hatte nicht einmal Schwierigkeiten, sie herunterzuschlucken. Und die ganze Zeit über sah er sich um und suchte nach dem siebten Geißlein, aber er konnte es nirgendwo entdecken. Dann hörte er plötzlich, wie im Ofen jemand nieste. Ah, rief er, hier hast du dich also versteckt. Warte nur noch einen Moment, dich erwische ich auch noch. Die Stimme des großen bösen Wolfs war sehr hoch und sehr unheimlich und er zitterte vor Wut, dass seine Zähne klapperten. Aber an das kleinste Geißlein kam er einfach nicht heran. Da beschloss der Wolf kräftig zu schnaufen und zu keuchen, um den Ofen einzureißen. Er schnaufte und keuchte, aber es kam nur Schmutz aus dem Ofen. Wieder schnaufte er und der Luftzug machte Geräusche im Kamin. Da rannte der große böse Wolf aus dem Haus. Und wieder hinein und schnaufte und keuchte wieder. Er schnaufte so heftig, dass er ganz rot wurde.
Der böse Wolf keuchte und schnaufte, doch dem Ofen machte das nichts aus. Es war so, als würde ein Elefant von einem winzigen Moskito gestochen. Er konnte dem Ofen nichts anhaben, denn der war aus Backstein. Der große böse Wolf dachte, er kann durch den Kamin zu dem Geißlein gelangen. Und so begann er auf das Dach zu klettern. Das war gar nicht so einfach, weil sein Bauch schon so voll war. Zweimal fiel er hinunter. Seine Knie waren ganz aufgeschürft und sein Pelz voller Kletten. Doch er kletterte immer weiter. Schließlich gelangte er hinauf. Doch er kam nicht hinein. Sein Bauch war so dick, dass er nicht durch den Schornstein passte. Also holte er die Geißlein aus seinem Bauch heraus, setzte sie auf das Dach und sagte, gebt keinen Laut von euch. Wenn ihr euch nicht benehmt, komme ich zurück und fresse euch. Und er dachte, ich hole mir das kleinste Geißlein, fresse es auf, dann komme ich zurück und schlinge alle anderen wieder runter. Der Wolf kletterte mühevoll den Kamin hinunter. Er wurde ganz schwarz vom Ruß. Plötzlich hörte er, wie jemand dort unten ein Streichholz anzündete. Das war die Mutter der Geißlein. Sie war zurückgekommen und wollte den Ofen anheizen, um den Kohl zu kochen. Während der große böse Wolf durch den Ofen geklettert war, hatte sie genügend Zeit, mit dem Kohl zurückzukommen, das richtige Lied zu singen, ihre Geißlein vom Dach zu holen und dem kleinsten Geißlein zu sagen, es hätte nicht in den Ofen klettern sollen. Als Mutter Geiß das Feuer entzündete, verbrannte es den Schwanz des großen bösen Wolfs. Und er fing an laut zu schreien. Was machst du mit mir? Das tut so weh! Er schaffte es gerade so aus dem Kamin und rannte in den Wald, um sich um seinen verwundeten Schwanz zu kümmern. Mutter Geiß blinzelte überrascht, weil sie sich nicht erklären konnte, wie der böse Wolf in ihren Kamin geraten war. Dann erzählten ihr die sieben Geißlein die ganze Geschichte. Und das ist das Ende der Geschichte. Ui, jetzt habe ich die Zeit vergessen, ich komme zu spät. Also, wenn ihr gerne Kohl essen möchtet, dürft ihr gefährlichen Fremden niemals die Tür aufmachen.